Hallo, ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa. Ich möchte euch heute die Big Freeya zeigen. Das ist eine E-Book-Reader-Tasche oder eine Tablett-Tasche. Das Schnittmuster macht ihr euch am Anfang selber. Ich habe euch die kleine Freeya schon mal gezeigt. Das war eine Geldbörse mit Smartphone-Fach. Und dies ist eben die größere Variante. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, hier seht ihr den Blog von Sarah, Schnüffchen bei Sarah. Wenn ihr hier auf Freebook geht, dann taucht die Big Freeya schon auf. Und es gibt einen Blog und es gibt natürlich eine Verlinkung zur Facebook-Seite. Und natürlich freut sich Sarah über ein Gefällt mir, wenn ihr das da lasst. Und natürlich sind beide Seiten unter dem Video in der Infobox verlinkt. So, als erstes bauen wir uns unser Schnittmuster. Ihr braucht euren E-Book-Reader oder euer Tablet oder was auch immer ihr benutzt. Wir lesen alle mit dem Tolino Shine. Und der hat die Maße 17,5 x 11,5. Dann wird, das ist Teil 1 auch im Folgenden, zu der Breite 3 cm dazugegeben, sodass wir auf 20, also ich für den Tolino komme jetzt auf 20,5 cm plus Nahtzugabe 22,5 cm. Das ist mein Stück hier unten, einmal hier rüber. Höhe 11,5 plus 2 cm ist so vorgegeben im Schnittmuster, sind 13,5 plus Nahtzugabe 15,5 cm, also 15,5 cm. Also mein Stück ist 22,5 mal 15,5 cm. Teil 2 fängt an wie Teil 1. Ihr legt erstmal Teil 1 oder ihr messt es eben neu ab auf ein Blatt mal drumherum. Also auch dieses Stück, das untere, ist 22,5 mal 15,5. Das geht bis zu diesem Strich. Das hier ist eine Klebekante. Und dann gebt ihr auf der rechten Seite 11 cm dazu, mindestens. Und auf der anderen Seite 9 cm. Also wenn ihr das Ding jetzt für so ein iPad machen wollt oder für ein größeres Tablet, dann würde ich vielleicht da oben 12 oder 13 cm dran machen. Das ist halt die Klappe, die nachher vorne rüber geht. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Das sind aber die Minimummaße, also 11 auf der rechten Seite, 9 auf der linken Seite. So, zu schneiden. Erstmal Teil 1 ist deutlich einfacher als Teil 2. Ihr braucht es einmal aus Außenstoff, einmal aus Innenstoff, einmal, zweimal aus, und zwar liegt das im Stoffbruch. Könnt ihr sehen, das ist doppelt so groß wie mein Schnittmuster. Und einfach für die Fließeinlagen. Ich habe jetzt hier Flieseline H250 genommen. Hier schreibt sie festes Vlies. Es gibt natürlich dickere Fliese, aber ich glaube, für meine Tasche hier reicht das. Also ich habe hier Flieseline H250 genommen. Zweimal in der Originalgröße. Und dann habe ich Flieseline H630 oder 40. Ich tippe auf die 30er genommen. Die liegt auch im Stoffbruch. Damit haben wir Teil 1 zugeschnitten. Teil 2 hat ja diese Klappe da. Und das ist schwieriger. Also, ihr braucht es einmal aus Außenstoff. Soweit so gut. Ihr müsst darauf achten, dass ihr, wenn ihr das nachher umklappt, dass das Muster dann so rum ist. Finde ich jetzt bei diesem nicht schlimm. Müsst ihr aber wissen, damit nachher nicht irgendwelche Marienkäfer oder so auf dem Kopf stehen. Also, einmal zuschneiden aus Außenstoff. Darunter soll eigentlich das feste Vlies. Das ist die H250. Die habe ich jetzt leider falsch zugeschnitten, deswegen habe ich Volumenvlies genommen. Was ihr auch braucht. Also Außenstoff. Die Noppenseite muss jetzt nach oben, weil das ist die Seite, die nachher im Stoff festgebügelt wird. Also genauso schneiden, dass das hier mit der Spitze passt. Und dann kommt das nächste Vlies, also ich habe sie jetzt eben vertauscht. Normalerweise wäre hier die 250 und hier die 640. Bei mir ist es eben andersrum. Wieder so schneiden, wenn ihr die Fliese zusammenlegt, dass die glänzende Seite oben liegt und dann die linke Seite von eurem Innenstoff, also die rechte Seite liegt jetzt oben, dass das eben so zusammenpasst. Jetzt, wo ich es so erkläre, denkt ihr bestimmt, das ist ja total logisch. Aber im Vorfeld sonst hätte ich es richtig rum gleich gemacht. Ist es vielleicht nicht ganz so klar. Aber jetzt ist alles zugeschnitten. Jetzt werden die Fliese aufgebügelt. Die glänzende Seite auf die Innenseite vom Futterstoff in diesem Fall und die Noppenseite eben auf die Rückseite von meinem Außenstoff. Bei Teil 1 ist es so, dass ihr euch entscheiden müsst, wie eure Tasche am Ende aussehen soll. Dies ist ja Teil 2. Und das ist die Klappe, die man nachher sieht. Wenn ich jetzt diesen Stoff da drunter haben möchte, und das möchte ich, dann setze ich das eben farblich ab. Dann bekommt dieser Stoff das Volumenvlies. Also, ich nehme jetzt diesen Stoff,
Bügel auf die Hälfte die glänzende Seite von der Flieseline und darüber das Volumenvlies. Und dieser Stoff bekommt nur die H250er. So sieht das jetzt bebügelt aus. Das sind meine Taschenteile und also Teile, die Teile 1 und die sind jeweils im Stoffbruch auch zusammengebügelt. Und das sind eben meine Außenteile. Ihr braucht jetzt den Innenstoff vom Außenteil und legt darauf eure erste Tasche, und zwar die mit dem Volumenvlies. Und zwar so, dass das hier unten bündig ist. So wird es da drauf gelegt. Natürlich, also so, dass man das nach oben aufklappen könnte, wenn man das denn wollte. Ich gucke vielleicht nochmal, ob ich das Muster schöner finde. Da sieht man sowieso nicht viel von. Also. Und darauf legt ihr euer zweites Fach. Und das könnt ihr jetzt entweder bündig oben drauf legen oder ein kleines Stückchen weiter nach unten. Das mache ich jetzt so. Wird es festgesteckt. Hier, diese drei Seiten stecke ich einmal fest. Wenn ihr das so gemacht habt, wie ich, dass hier oben eben ein Stück rausguckt von der unteren Tasche, dann habt ihr da drunter und dann natürlich ein Stück über. Das könnt ihr abschneiden, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann ist das mit dem Nähen gleich etwas einfacher. So, das mache ich hier auch noch zwei Klammern hin. Und da, wo jetzt geklammert ist, wird auch genäht. Ich fange hier oben an, verriegel das, also nähe drei Stiche vor und wieder zurück. Hier runter, darüber, bis hier oben und hier wird wieder verriegelt. Und das mache ich innerhalb der Nahtzugabe. Also, wenn mein Täschchen nachher mit einem Zentimeter zugenäht wird, dann nähe ich jetzt ungefähr bei einem halben Zentimeter vom Rand entfernt. So sieht das zusammengenäht aus. Als nächstes, wenn ihr auch so einen Steckverschluss habt, muss der angebracht werden. Natürlich auch, wenn ihr einen Magnetverschluss habt. Und zwar klappt ihr dazu die Lasche nach unten und lasst das aber ein bisschen locker. Ich packe vielleicht mal den Tolino da rein. Damit das nachher nicht zu eng wird. So, jetzt geht da aber noch eine Nahtzugabe ab von einem Zentimeter. Also, so ist es ja nachher ungefähr genäht. Das heißt, mein Schloss ist dann ungefähr da. Ich würde es also auf der Höhe anbringen. Jetzt gucke ich nur noch mal, dass es auch wirklich in der Mitte ist. Und da bringe ich mein Unterteil an. So sieht es mit dem Verschluss aus. Dabei habe ich mir hier ein kleines Loch in den Stoff gemacht. Ich habe da jetzt Textilkleber drüber gemacht und hoffe, dass das hält. Also Verschluss anbringen ist mit das Schwierigste, glaube ich. Ihr könnt natürlich auch wunderbar ein Stück Klettband da anbringen. Und zwar bevor ihr diese Lagen zusammennäht am Rand. Indem ihr das hier umklappt, euch das markiert und dann auf die Tasche das eine Stück vom Klettband annäht, bevor ihr eben die zusammennäht. Ich glaube. Und dann natürlich das zweite Stück auch jetzt schon annehmen, bevor das Ganze geschlossen wird. Ich glaube, Klettband ist auch eine super Sache für E-Book-Reader-Hüllen. Gut, jetzt wird das Außenstück da drauf gelegt. Rechts auf rechts. Rundrum stecken. Und jetzt wird das rundrum einmal zugenäht. Das ist im Prinzip, also die Wendeöffnung soll im Deckel sein. Ich denke einfach, weil es hier unten sehr voluminös ist. Ich würde jetzt also hier ungefähr anfangen, verriegel das, nähe hier rüber, alles mit einem Zentimeter Abstand zum Rand. Das ist genau meine Füßchen, die halbe Füßchenbreite. Also ich fange hier an, nähe hier rüber, darunter, darüber, hier wieder hoch und höre ungefähr hier wieder auf, so dass ich dieses Stück
also das ganze Stück hier als Nahtzugabe, als Wendeöffnung offen lasse. So sieht es genäht aus. Das ist meine Wendeöffnung. Jetzt die Nahtzugaben ein bisschen zurückschneiden. Also an den Ecken immer quer zur Ecke. Dann ein bisschen zurückschneiden. Ich sehe gerade, dass ich hier nicht ganz gerade genäht habe. Also da könnte man dann eben nochmal drüber nähen. Ich lasse es jetzt aber so. Und dann durch die Wendeöffnung wenden. An der Wendeöffnung wird die Nahtzugabe nicht zurückgeschnitten, weil ihr braucht nachher noch ein Stück Stoff, um das Ganze irgendwie zu schließen. Und da braucht man also den kompletten Zentimeter. Deswegen bleibt er da an der Stelle auch stehen. So sieht es gewendet aus. Also mehr Volumenvlies hätte da auch nicht reingedurft. Das ist tatsächlich ganz schön fest. Jetzt ist es so, vielleicht würde ich das nächste Mal einfach nur das Volumenvlies auch nicht im Stoffbuch zuschneiden für diese Tasche. Funktioniert natürlich aber und der E-Book-Reader ist natürlich super geschützt, kann man nicht anders sagen. So, jetzt bügele ich mir das nochmal, dass die Naht wirklich außen ist. Ich hoffe, das geht. Ansonsten sieht es halt von innen so aus, von außen dann so. Und dann bügele ich mir auch gleich bei der Wendeöffnung meine Nahtzugabe so nach innen, wie das dann nachher sein soll. So sieht es gebügelt aus. Und jetzt muss die Naht natürlich noch geschlossen werden. Beziehungsweise die Öffnung muss geschlossen werden, nicht die Naht. Ich mache das mit einer Matratzennaht. Das heißt, ich stecke hier innerhalb der Nahtzugabe einmal rein und dann immer. Also jetzt einmal hier innerhalb der Nahtzugabe. Natürlich so, dass es nicht durchguckt. Also nur innerhalb. Also wirklich nur das Stück, was nachher auch verschwindet, in der Tasche wird durchstochen. Und jetzt auf dieser Seite. Und wenn man das dann zuzieht, dann sieht man da hinterher nichts von. Und das mache ich jetzt, bis diese Öffnung geschlossen ist. Das sieht jetzt bei mir so aus. Also man sieht es eigentlich nicht. Und jetzt muss natürlich noch das zweite Stück vom Verschluss da dran gebracht werden. Also so soll reingesteckt werden. Einmal umdrehen hier oben. Festmachen mit der Niete, die dabei ist. Und dann ist dieses Täschchen gleich fertig. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn der Verschluss fest ist. So, damit ist meine Big Freya fertig. Ich finde sie toll. Sie schützt auf jeden Fall mein E-Book. Ich freue mich wie immer, wenn ihr nachnäht über Bilder auf meiner Facebook-Seite. Die könnt ihr auch gerne an Sarah schicken. Die freut sich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.